Herzlich willkommen zum zweiten Teil. So baue ich mir meinen eigenen Retro-Arcade-Automaten. Viel Spaß beim Zuschauen. Ab geht's nach dem Intro. Hurra, hurra, der zweite Teil ist da. Ja, ich habe richtig Gas gegeben. Das Gehäuse ist mittlerweile so weit fertig, dass es einmal lackiert ist. Es muss nochmal geschliffen und nochmal lackiert werden, bis wirklich alles schön Babypopo glatt ist. Aber ja, das ist schon eine Leistung, denke ich, innerhalb von 7 Tagen. Nur für euch, damit ihr so schnell wie möglich den zweiten Teil seht. Ja, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fangen gleich an und labern nicht lange rum. Ab geht's. Jo, jetzt haben wir Unboxing-Time. Sehr schön, heute war die Post da. Und sie hat mir mitgebracht einen Raspberry Pi 4. Nee, stimmt gar nicht, den habe ich noch gehabt, aber ich wollte den auch mal eben kurz erwähnen. Dann haben wir hier eine aktive USB-Hub. Und das hier, da habe ich noch einen Karton von, sind diese Möbelschnapper. Die kommen an den Seiten von der Arcade-Maschine dran und an der Konsole oben, wo die ganzen Knöpfe und die Joysticks drin sitzen, da wird dieses andere Teil hier angebracht. Und zwar dieses, was ich in der rechten Hand halte. Seht ihr, das hat so ein Profil, rastet dann unten in diese 2 Kugeln, da sitzen so Kugeln mit Federn, rastet das ein und sitzt dann richtig fest da drin. 4 Stück davon angeschraubt, dann kann ich das Panel jederzeit entnehmen, falls mein Kabel abgefackelt ist oder ein Mikroschalter kaputt ist oder was auch immer. So kann man immer wieder das Ganze warten. Finde ich sehr schön. Kann man auch mit Magnete machen. Aber ich fand dieses ganz witzig und sind auch nicht so teuer. Ein paar Euro für 6 Stück. Also ist eine tolle Sache. Und die kann man anbringen, wie man möchte. Also du kannst das Teil seitlich anbringen, du kannst es horizontal anbringen. Diese Kugeln sind ja rund und in diesem ganzen Winkel rastet das Oberteil dann auch ein. Mal gucken, wie das nachher funktioniert. Finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. So, was haben wir denn noch Schönes in dem Karton? Wenn wir mal eben schauen. Ah ja, da haben wir diese Füße. Das sind diese Schwerlastfüße, die sind höhenverstellbar. Da sind so Einschlagmuttern mit dabei. Die werden ins Holz eingeschlagen, natürlich vorher ein Loch reingebohrt. Dann kommen die Teile, diese Füße von unten eingedreht und man kann die in der Höhe verstellen. So ist die Arcade-Maschine nachher auch immer im Lot und steht nicht irgendwie wie der schiefe Turm von Pisa. Denn das wollen wir ja nun nicht. So, die Teile brauchen wir also nachher auch. Was haben wir noch Schönes? Ah, hier die Soundkarte USB. Eine USB-Soundkarte für den Raspberry Pi. So, weiter geht's im Text. Da haben wir die schönen Lautsprecher. Die sind qualitativ sehr hochwertig. Wie gesagt, alle Teile sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das sind die Breitbandlautsprecher. Die sollen nachher wirklich ein tolles Klangergebnis liefern. Und da bin ich schon mal ganz gespannt. Ach, wenn ich die Teile auch schon mal endlich einbauen könnte, das Gehäuse schon mal fertig wäre. Gut, 2 Stück an der Zahl. Ihr wisst, Elektrik mache ich gerne. Und von daher, alles, was mit Strom zu tun hat, ist meins. Und dann haben wir hier noch einen schönen Karton. Da sind die ganzen Knöpfe drin. Und auch die Joysticks, die Knöpfe sind beleuchtet mit einer LED. Und ja, 2 Joysticks haben wir dann auch. Einer mit dem roten Knopf, einer mit dem blauen Knopf. Jede Menge Kabel und auch USB-Kabel und Flachbandkabel. Ja, braucht man ja alles, um die Joysticks und die Knöpfe mit der USB-Platine, also dieser Steuerplatine, zu verbinden. Das ist übrigens hier dieses Kabel mit den 2 USB-Ausgängen, falls man mal einen externen Controller oder 2 Controller anschließen möchte, um vom Sofa aus zu daddeln. Werde ich zwar nie nutzen, aber wer weiß. Hier ist die Platine, für den, also der Verstärker. Da kommen die beiden Lautsprecher dran und in der Mitte haben wir dann nochmal einen Subwoofer-Ausgang, damit das Ding auch richtig Wumms macht. Das sind die beiden USB-Steuerplatinen. Da kommen nachher die ganzen Kabel hinein. Ja, hier haben wir noch Player 1, Player 2 Button und auch Coin-Einwurftasten. Die simulieren halt eine Geldmünze, die eingeworfen wird. Ja, und dann ist noch jede Menge kleiner. Das ist auch der rote Knopf. Und jede Menge Kleinkram. Hier ist übrigens auch
die Strombuchse und mit den Ein- und Ausschalter kommt ja nachher hinten in dem Arcade-Automat rein und kann dann jederzeit von dort aus ein- und ausgeschaltet werden. Kaltgerätestecker rein, fertig ist. Ja, und dann haben wir hier noch mehr Kabel und natürlich den zweiten Joystick. Ja, alles da. Noch mehr Kabel, noch mehr Kabel. Und unten ist noch eine Tüte. Da sind nochmal 8 Knöpfe für Player 2 dabei. Ja, Mensch, ich bin schon echt gespannt, wenn das alles eingebaut werden kann. Oh, das mache ich ja so gerne. Alles verkabeln, schön ordentlich verlegen. Und wenn das dann nachher noch funktioniert, dann ist man so richtig stolz. Kennt ihr das? Das macht so richtig Freude. Ja, das ist dann meins. Gut, Holzarbeit ist jetzt nicht so mein Ding. Ich meine, Fräsen und Zeichnen und so weiter ist ja alles schön und gut. Aber der Zusammenbau nachher und Verleimen und dann mit, ich weiß nicht. Also, ist nicht so meins. Deswegen packen wir erstmal alles wieder schön zurück in den Karton und machen uns an das Gehäuse. Das muss erstmal fertiggestellt sein und dann können wir uns endlich an die Elektrik machen. Also auf geht's, kommt mit! Ich habe in Fusion 360 noch einige Änderungen vorgenommen. Und zwar, was habe ich geändert? Ich nehme hier mal eben ein paar Teile weg, damit man es besser sehen kann. Die Seitenaufkleber links, so, das jetzt mal weg. Jetzt zeige ich euch, was ich geändert habe. Und zwar habe ich die Knöpfe und den Schalter noch etwas nach links versetzt, allgemein, weil ich habe ausgemessen, wenn die Hand hier liegt, dann sollte sie nicht unbedingt hier gegen diese Kanten hier kommen, ne, die wir auf der linken Seite ja haben, damit man diese Druckstellen dann nicht hat. Und auch hier auf der Kante, das wird mit der Zeit unangenehm. Und ich bin dadurch Zufall auf einen Bericht im Internet gestoßen, wo jemand nämlich genau das Problem hatte. Und dann dachte ich mir, ey, da messe ich doch mal eben bei mir nach, ob das auch wirklich so passt. Und es war knapp, aber ich habe sie ein paar Zentimeter nach rechts versetzt. Und hier auch natürlich. Und jetzt habe ich hier für die Hand richtig viel Platz und kommt dann nirgendwo irgendwo gegen, sodass man da nachher echt Probleme damit bekommt. Also das wurde einmal geändert. Was habe ich noch geändert? Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Ja, ich habe natürlich überall jetzt auch die Einfasungen eingearbeitet. Das kann ich euch am besten zeigen, indem ich die Seiten hier mal einfach isoliere. So, jetzt haben wir nur die Seite. Ne? Hier sieht man jetzt überall die Einfräsungen für die Bauteile und für die Plexiglasscheibe. Hier sind schon so leichte Punkte zu erkennen. Da kommen nachher diese Clipverschlüsse rein, damit ich die Konsole jederzeit wieder entnehmen kann. Ja, und die Isolierung muss ich mal eben wieder aufheben. Was habe ich noch geändert? Ich mache jetzt mal eben hier wieder alles an. Sieht ein bisschen schöner aus so. Das ganze Gehäuse an sich habe ich etwas geändert. Man sieht, es ist nicht mehr ganz so schlank. Es hat jetzt so mehr die Form von einem richtigen Arcade-Automat. Festgestellt habe ich das, weil ich mir gedacht habe, mess doch mal eben die Höhe aus, wie die Joysticks und Taster sind, vom Boden aus. Und das war 1,20 Meter, das ging gar nicht, das war viel zu hoch. Wenn da eine etwas kleinere Person steht, die muss die Hände hinter der Ohren halten. Also habe ich das Ganze nochmal etwas abgesenkt, hier oben wieder etwas höher gemacht, so dass jetzt die Taster und die Joysticks auf genau 1,05 Meter sind. Das ist die perfekte Höhe. So muss es eigentlich sein. Die älteren Automaten früher, die hatten 90, 95 Zentimeter. Die neueren Automaten liegen auch bei 1,05 Meter im Schnitt. Das haben zumindest meine Recherchen ergeben. Und ich habe es einfach mal am Tisch ausprobiert, der 1,05 Meter hoch ist, beziehungsweise mit einer Unterlage habe ich den auf 1,05 Meter gebracht und ja, das ist optimal so. Ja, und diese ganzen Sachen habe ich dann als DXF-Dateien abgespeichert. Also von jedem Teil habe ich einmal mit einmal anklicken, dann auf Skizze erstellen, eine Skizze erstellt und die dann auch gleich wieder beendet, weil er dann genau diesen Abdruck nimmt, den er da gerade sieht. Und diese Datei habe ich dann mit der rechten Maustaste
auf DXF speichern, abgespeichert, damit ich die in Vectric Aspire importieren und nachher natürlich fräsen kann. Und das habe ich dann hier gemacht. Das sind alle Teile, die jetzt aus Fusion 360 importiert wurden. Und die habe ich dann hier in einer Materialgröße, die optimal für mich ist, beziehungsweise wo alle Teile optimal drauf passen, eingefügt. Hier unten sind sie auch schon soweit fertig. Nur der Boden, der passte nicht mehr. Den fräse ich aber auf ein Reststück, was ich noch habe. Somit habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Platten, die 1,10 m x 700 mm in der Breite sind. Ja, und das ist hier das erste Teil. Hier sind noch keine Werkzeugwege, weil ich das mir sicherheitshalber immer so einmal komplett abspeichere. Und wenn ich jetzt auf Datei öffnen gehe, kann ich mir jetzt auch hier die einzelnen Versionen runterladen. Ne? Und zwar haben wir dann hier, das sind Teile 1. So, hier sind zwar die anderen Sachen auch noch zu sehen, aber die werden ignoriert. Es geht hier nur um die Werkzeugwege und alles, was in diesem weißen Bereich ist. Das ist nämlich unser Werkstückbereich. Ja, und hier habe ich dann die Taschen und Bohrungen, die Joystick-Schraubenpunkte, die werden nur punktiert, da wo die Joysticks drin sitzen, die Türschnapper, wo die hinkommen, das ist hier unten, ne? Hier kommen die Türschnapper, die werden nur leicht punktiert, also nicht durchgebohrt, weil da die Schrauben ja noch drin halten sollen und die sind nicht so dick. Ja, und das Ganze kann man sich dann auch anschauen in der Vorschau. Zack, 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 jetzt berechnet er das. Und jetzt sehen wir, wie die fertig ausgefrästen Teile nachher aussehen werden. No, wir haben hier jetzt unten diese Tasche, wo die untere Holzplatte reinkommt und die vordere Platte angesetzt wird. Hier sieht man so kleine Mickey-Mäuse, die Mickey-Maus-Ohren hier. Ich fräse das hier mit einem 6mm Fräser und damit ich nachher nicht nochmal mit einem 3mm nachfräsen muss etc., kommen ja in diese Mickey-Mäuse rein. Das hat dann halt den Grund, dass ich hier bis in die Ecke das Brett auch reinschieben kann, weil der Radius ist nun mal da vom Fräser, ne? Den kann man ja nicht abziehen. Und von daher kommen hier diese Öhrchen rein. Und das kann man überall machen, wo ein nicht sichtbarer Bereich ist. Genauso wie hier bei den Plexiglasscheiben. Hier hinten an der Kante, da hat man das Gleiche, ne? Auch ein Mickey-Mäuschen. Und hier oben habe ich es anders gemacht, weil das ist ein sichtbarer Bereich. Da bin ich hingegangen und habe hier diese Nut verkleinert, auf jeder Seite um 20 und auf der anderen Seite, also das Brett, was hier reingeschoben wird, das zeige ich euch mal eben. Ups, was mache ich denn hier für ein... So, das sind diese Bretter hier, Kopfteil und hier Lautsprecherteil, hat dann auch diese Kante mit 16 mm versetzt. So passt das genau mit dem Fräser und diese sitzen dann stramm in dieser Nut drin. Und man sieht eben nicht, dass da eben dementsprechend eine Aussparung vorhanden ist. Auch wie man hier sieht, das ist ja die Nut für die Plexiglasscheibe, die oben sitzt mit diesem Schriftzug drauf. Die habe ich dann auch etwas länger gemacht, damit der Fräser auch wirklich durchfräst. Ne? Sonst bleibt hier nämlich am Ende, wenn man es nur hier enden lässt, wie es ja reell auch ist, würde der 3 mm Fräser, der ja für diese 3 mm Nut verwendet wird, würde er ja auch hier, wenn er hier rumfräst, so viel fräst er auch gar nicht rum, der ist ja 3 mm, aber er würde ja hier den Radius lassen. Ne? Und genau deswegen wird das eben einmal etwas verlängert und dann hat man das Problem eben nicht mehr. Ja, und dann müssen, wie gesagt, alle Teile gefräst werden. Ne? Das ist natürlich jetzt hier Quatsch, was ihr hier seht. Dieses Teil kommt ja nachher weg. Ich habe das einfach einmal gespiegelt. Ne? Einmal eine Sicherungskopie nach rechts gezogen. Und hier habe ich dieses Teil genommen, was ja fertig bearbeitet ist. Und das habe ich dann einmal gespiegelt. Und das kommt nachher, wie man hier unten sieht, auf einer neuen Platte drauf. Ja, Rückwände, das Frontteil, hintere Tür, Rückwand hinten. Alle Teile sind hier so platziert, dass die bequem auf den Platten passen, die 1,10 m x 700 mm breit sind. Und was brauchen wir? Material.
Und da mir der Online-Versand leider viel zu lange gedauert hat, nämlich ab 8 Platten musste ich auf einmal 3 Wochen warten und hätte ich nur 7 bestellt, wäre es innerhalb von einer Woche da, dann bin ich mal kurzerhand zum Obi gefahren und habe mir die Platten dort zuschneiden lassen. Und ich habe mich echt gewundert, die Qualität der MDF-Platten ist echt genial. Also innen sowie auch außen wirklich sehr hartes Material. Das habe ich auch schon anders gesehen. Und dann sollten wir am besten jetzt die Platten auf die Fräse legen und zersparen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ich werde dazu nicht sehr viel kommentieren, sondern einfach Bilder sprechen lassen. Das waren einige Ausschnitte von dem Fräsvorgang. Hier haben wir nochmal eine Besonderheit. Ich musste die Konsole selbst noch einmal umdrehen, weil ich ja nachträglich die Taschen einfräsen musste. Das fiel mir erst hinterher ein. Normalerweise hätte man das gleich mitmachen können, indem man das gleich spiegelt. Also man muss es ja einmal spiegeln dann in der Zeichnung, damit diese Taschen dementsprechend auch auf der Rückseite und nicht auf der Vorderseite sind. Und ich hatte aber schon die Vorderseite gefräst und musste jetzt nachträglich die Taschen reinbekommen. Deswegen dieser kleine Pfeil als Gedächtnisstütze, den man da oben rechts sieht auf dem Werkstück, das ist der Nullpunkt. Das Ganze ist jetzt also einmal gedreht und dann wurden die Taschen halt nachträglich ausgefräst. Und ja, funktioniert auch, hätte nur nicht sein müssen, wenn man das von vornherein gemacht hätte. Und ja, funktioniert aber auch. Und hier haben wir jetzt die gefrästen Teile. Ich habe die mal alle eben fotografiert, so gut es geht. Da ich wenig Platz habe, war das gar nicht so einfach, diese riesigen Bretter irgendwo auszulegen, damit man sie vernünftig fotografieren kann. Aber ich denke, so reicht das auch, denn wir werden diese Teile natürlich später wiedersehen beim Zusammenbauen von unserem Arcade-Gehäuse.
Vorher möchte ich allerdings noch erst die Schrauben in die Konsole einkleben, die ja unsere Joysticks halten. Dafür benutze ich Sekundenkleber und etwas Natrium. Ihr könnt allerdings auch Backpulver nehmen, das ist ähnlich, funktioniert genauso gut. Hier haben wir die Löcher, die habe ich ja alle gesenkt, damit die Schrauben da wunderbar reinpassen. Dazu brauchen wir Sekundenkleber und Natrium in Pulverform und natürlich einen Akkuschrauber, um die Schrauben rein und raus zu drehen. Die Löcher habe ich 4,5 mm gebohrt. Die Schrauben sind 5 mm. Damit kann ich dann die Schrauben in das Holz etwas reindrehen. Und zwar haben die dann noch so einen kleinen Gewindegang, bohren die in das Holz rein. Und der Sekundenkleber schafft es dann eben nicht, da durchzulaufen, um mir nachher auf der anderen Seite das Gewinde zu versauen. Das wäre natürlich schlecht. Hier sind dann die Senkungen. Da kommen die Schrauben dann rein. Ich drehe sie auch noch nicht komplett rein, sondern lasse die oben noch mal so 5-6 mm rausstehen, die Köpfe, damit ich mit dem Sekundenkleberfläschchen noch dazwischen komme und ein, zwei Tröpfchen dort einfügen kann. Und dann drehe ich die Schraube erst komplett hinein, sodass sie richtig schön in den Sekundenkleber eintaucht und mit dem Holz verbunden ist. Und ja, dann kommt nachher Natrium oben drauf, dann wird der Sekundenkleber sofort steinhart und das ist wirklich, wirklich steinhart und massiv. Und diese Schrauben lösen sich dann definitiv nicht mehr. Ja, dann fangen wir am besten mal an. Hier kommen jetzt die vier Schrauben zuerst hinein, dann der Sekundenkleber. Nachher kann alles schön abgeschliffen werden. Natürlich noch ein bisschen Holzspachtel oben drauf machen. Den mache ich mir selber. Ich habe ja jetzt einen ganzen Eimer MDF-Holzstaub. Da ist ganz schön was angefallen bei der Fräse. Ja, und da wird nachher dann diese Löcher, diese Köpfe werden damit nachher mit etwas Leim und von diesem Mehl, da mache ich mir wie gesagt diesen Holzleim raus. Da mache ich mir dann diesen Holzspachtel draus aus diesem Material und dann, wie gesagt, werde ich das damit verspachteln, nachher schön glatt schleifen und dann sieht man da gar nichts mehr von. Dann kann die Folie nachher draufgesetzt werden und gut ist. Ja, und von hier kommen dann die Joysticks rein. So, dann lass uns mal anfangen.
So, jetzt wollen wir mal einen Probesitz machen. Das ist jetzt einer der beiden Joysticks. Da muss ich jetzt mal eben die Kugel abschrauben. Die passt ja nicht durch das Löschen durch. Und dann umgekehrt in diese Tasche eingesetzt werden. Dabei sollten die Schrauben dann, wenn ich alles richtig bemessen und gefräst habe, komplett da durchpassen, ohne dass da irgendwo was blockiert. Und mal schauen. Ja, passt genau. Die Bohrungen sind nämlich auch 5 mm, zwar im Schlitz, aber das passt haargenau. Ja, da kommen nachher Unterlegscheiben drauf und Muttern. Und dann sitzt das Ding bombenfest und von oben wird man dann nichts mehr sehen, weil ja alles zugespachtelt ist. Ja, da kommt noch eine Plexiglasscheibe drauf, dann kommt dieser Ring drauf und dann kommt die Kugel zum Schluss oben drauf. Ja, dann kann man doch wunderbar mit daddeln. Finde ich gut. Und der guckt auch wirklich sehr schön noch weit raus, nicht zu weit. Also eigentlich genauso, wie es sein soll. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das habe ich doch mal toll gemacht. Wenigstens etwas. Ihr solltet immer darauf achten, dass hier dieser Stab eben lang genug ist. Ne? Der sollte also nicht zu kurz sein und auch nicht zu lang rausgucken aus dem Holz. Das sieht dann einfach nicht aus. Aber so, diese Stärke, wir haben ja hier 19 mm Holz und das habe ich 10 mm eingefräst, also eine Tasche reingefräst. So kommen wir auf eine wirklich ordentliche Länge und ja, lässt sich auch super bedienen, kommt, stößt auch nirgendwo an. Also das passt wirklich klasse. Ah, ich will ja auch noch mal eben einen Schalter ausprobieren. Einen Moment, ich hole mal eben einen Schalter und dann gucken wir mal, ob der da reinpasst. Die Löcher habe ich ja nicht in 30 gemacht, sondern in 28 mm, weil ich die Schalter unten vermessen habe und die sind 27,5. Also ein 28er Loch und dann passen die da wunderbar rein. Von der anderen Seite kommt nachher eine Kontermutter dran, die wird dann dagegen geschraubt und dann zieht sie den Knopf sozusagen fest aufs Material. Hier, so weit guckt es raus. Man muss jetzt noch die 3 mm Plexiglasscheibe abziehen, die ja noch oben drauf kommt. Aber selbst dann habe ich noch richtig Platz. Also das passt wunderbar. Also viel dicker hätte die Platte auch nicht sein dürfen. Dann hätte ich da auch Taschen reinfräsen müssen. Aber so funktioniert das. Gefällt mir. Ja, und das muss wieder ein bisschen geschliffen werden. Ich hatte ja hier diese Bolzen mit Sekundenkleber und Natrium eingeklebt und nachher mit selbstgemachten Holzspachtel das Ganze nochmal etwas zugespachtelt. Jetzt schleife ich das einmal glatt, dann kann es nachher lackiert werden, dann wird nochmal geschliffen und nochmal lackiert. Und je nachdem, wie glatt es dann ist, dann werde ich vielleicht nochmal schleifen und nochmal lackieren. Das ergibt sich dann aber. Da wird dann nachher dann letztendlich der Aufkleber drauf aufgeklebt. Darüber kommt die Plexiglasscheibe. Und dann sollte das, glaube ich, ganz schnieke aussehen. Bin gespannt, wie es nachher wirkt. Im nächsten Schritt wird dann alles eben zusammengebaut, um zu sehen, ob auch alles passt. Aber okay, die CNC-Fräse hat sich nirgendwo vertan, passt wunderbar. Die Tür ist übrigens nur reingelegt, die habe ich noch nicht montiert. Das kommt dann als nächstes. Das Oberteil sieht soweit auch ganz gut aus. Hier sieht man einen von diesen Klickhalterungen, wo nachher die Tür rückseitig dran anschlägt. Und ja, auch hier passt alles wunderbar. Die Löcher sind alle schön versenkt. Das wird nachher alles beigespachtelt, glatt geschliffen, lackiert und dann kommt natürlich nachher noch der Aufkleber drauf. Dann wird das Ganze erstmal richtig schön bunt werden. Dann habe ich gerade mal etwas Zeit gehabt und mache dann schon mal den ersten Ausdruck auf meinen Großformatdrucker. Hier sieht man jetzt einmal die Konsole, die hier gedruckt wird. Das ist also der Aufkleber für diese Konsole, wo die ganzen Tasten und die beiden Joysticks sind. Das kommt sehr gut zur Geltung, glänzt auch richtig schick. Nachher wird es noch ausgeschnitten. Hier sieht man jetzt, wie der Plotter die Folie wieder einzieht, damit er die einzelnen Löcher und Kreise ausschneiden kann. Das heißt, überall, wo die Joysticks sitzen oder die ganzen Knöpfe, wird die Folie jetzt einmal ausgeschnitten.
Und als nächsten Schritt wird die ganze Folie komplett ausgeschnitten. Danach kann ich die entnehmen, dann kommt ein Flüssiglaminat drüber, das macht die ganze Folie nochmal UV-beständiger und auch kratzfester. Obwohl hier kommt es ja nicht auf Kratzfestigkeit an, da kommt ja eh nachher noch eine Plexiglasscheibe drüber. So sieht das dann fertig gedruckt und geschnitten aus. Jetzt müssen nur noch da, wo die Schnitte sind, die kleinen Löcher entfernt werden. Das macht man dann händisch. Hier sieht man dann auch schon den nächsten Druck. Das ist oben für den Kopf des Automatens. Das wird allerdings nicht auf einen Aufkleber gedruckt, sondern auf PET-Material, PET. Dieses Material ist lichtdurchlässig, wurde speziell entwickelt halt für hinterleuchtete Anwendungen. Ist extrem teuer das Zeug, aber sieht wirklich hammerhart aus. Wie man sieht, druckt der Drucker jetzt wesentlich langsamer bei diesem Material, weil er doppelt druckt. Er überdruckt das Ganze nochmal. Das hat den Vorteil, dass das Schwarz richtig kräftig ist und nicht so blass wird, wenn das Licht von hinten da durchleuchtet. Und hier nochmal eine Komplettaufnahme von links nach rechts. Glänzt das nicht herrlich? Das sieht richtig toll aus. Und wenn da nachher die LEDs von hinten hinterstrahlen, das ist eine Wucht, das ist einfach gigantisch. Ich mache öfter solche hinterleuchteten Sachen und das Material ist wirklich klasse. Den Aufkleber für den Monitor bzw. der Monitorabdeckung oder der Monitor-Plexiglasscheibe, je nachdem wie man es nennen will, den habe ich auch schon gedruckt. Das Schwarze in der Mitte, das wird nachher abgezogen. Ich lege jetzt hier ein Flüssiglaminat auf, damit das auch kratzfest und UV-beständig ist. Und ja, in der Mitte trage ich es halt nicht auf, weil das eh nachher rausgezogen wird. Das muss ja nicht sein. Ich finde das Muster ganz toll, hat so einen dreidimensionalen Effekt, passt zum Thema Space. Oh ja, ich denke, das wird nachher richtig geil aussehen. Das ist, wird so ein bisschen über die Ränder des Monitors drüber wegschauen, so ein Millimeter auf jeder Seite, dass man auch ja nichts von dem Rahmen sieht. Hier stelle ich jetzt die Tiefe von dem Fräser ein für unsere T-Molings. Hier habe ich schon mal so ein kleines Teststück eingesetzt, um zu sehen, ob es auch genau mittig sitzt. Ja, mit diesem kleinen gedruckten Teil hier, da habe ich die Mitte angezeichnet. Ist eigentlich ein ganz simples Teil. Gibt es bei Thingiverse, kann man Bleistifte in die Mitte reinsetzen. Das Teil einfach auf irgendein x-beliebiges Stück Holz setzen, einmal rüberziehen und man hat immer perfekt hundertprozentig die Mitte. Ja, man legt das einfach so da drauf, ne? Und dann Bleistift in der Mitte oder Kugelschreiber, je nachdem, was man da hat. Und dann passt das schon. Wie gesagt, dann die Fräse eben genauso einstellen, dass er auch genau die Mitte erwischt. Da muss man manchmal ein bisschen fummeln, weil das Holz auch nicht immer konstant 19 mm hat. Ich habe also manche Stellen gemessen, die waren 19,05, andere hatten 19,55. Das ist schon ätzend. Ich mache hier ein paar Testeinstellungen und Testfräsungen aus Restmaterial, um halt zu sehen, dass ich auch die Mitte genau getroffen habe. Und ja, wenn alles passt, dann kann der Rest gefräst werden. Das schaut soweit gut aus. Aber wie gesagt, nur so lange, wie das Holz auch wirklich 19 mm hat. Wenn es mal etwas dicker wird, dann hat man halt auf einer Seite etwas Luft. 0,5 mm sind aber nicht schlimm, die sieht man nachher nicht. Wenn das schwarz angestrichen ist, schon mal gar nicht. Und der Schutz der Kanten ist eigentlich immer noch gewährleistet. Draußen unterm Cardboard habe ich dann alles vorbereitet, habe wieder meinen Tisch aufgebaut und dort wird dann geschliffen und lackiert. Die erste Nut fräse ich vorne in der Konsole ein. Da sitzen noch diese kleinen Schnapper drin, die habe ich nicht abmontiert, hatte ich keine Lust zu gehabt. War deswegen etwas tricky, aber ging eigentlich doch ganz gut. Das staubt natürlich ganz ordentlich, also eine Maske setze ich mir gleich noch auf, die habe ich hier vergessen.
Meine erste freihändig gefräste Nut. Doch, sieht ganz gut aus. Auch genau mittig. Hervorragend. Dann kann ich mich ja an größere Teile ranwagen. Ja, ein bisschen mulmig ist einem dabei schon, weil man hat natürlich da ein bisschen Arbeit reingesteckt, alles zusammengeschraubt und gefräst. Und jetzt kommt der ganze Scheiß direkt ins Gesicht. Man sieht nachher aus, ich sag euch, das ist eine staubige Angelegenheit. Naja, ich hätte das Teil auch etwas tiefer setzen können, aber ich wollte es auf Augenhöhe machen. So kann ich genau sehen, wie der Fräser verläuft. Ja, und fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Funktioniert eigentlich recht gut. Und einmal die Kiste umgedreht auf die andere Seite und die nächste Nut eingefräst. Ja, so langsam kriegt man es dann auch raus. Wenn man da die ersten Meter gemacht hat, dann geht das nachher auch alles etwas einfacher. Anscheinend hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich gleich die Unterseite mit eingefräst habe, weil die brauchte eigentlich überhaupt nicht. Das Teil kommt ja nachher auf den unteren Ständer drauf. Aber gut, zur Übung ganz gut und es schadet ja nichts. Jetzt kommt die Rückseite. Ja, die muss gefräst werden. Da kommt nachher auch die T-Molding rumherum. Am Ende immer etwas warten und den Fräser auslaufen lassen, sonst verreißt man ihn und erhaut man sich dann eine hässliche Kante ins Holz. Also deswegen lieber eben einmal auslaufen lassen, den Fräser nicht bewegen und dann funktioniert das auch. Ja, und dann nochmal eben Sichtprüfung gemacht, sieht gut aus. Die andere Seite nochmal im Schnelldurchlauf und dann muss gleich auch schon geschliffen werden. Hier oben schleife ich jetzt die Kanten rund, weil dort kommt ja keine T-Molding, also kein Kantenschutz dran. Das möchte ich einfach Holz belassen und schwarz lackieren. Und damit da nichts abbrechen kann, werden die Kanten eben schön rund geschliffen. Genauso bei der Tür und ja, sonstige Kanten, wo kein Kantenschutz drumherum kommt. Da wird eben gut geschliffen. Und die Löcher, wo die Schrauben drin sitzen, werden verspachtelt. Dann werden die auch nochmal schön glatt geschliffen. Ja, und dann wird zur Lackierpistole gegriffen. So, die große Öffnung habe ich mit einer Plane abgedeckt, weil ich ja nachher ein bisschen heizen möchte. Es ist draußen nass kalt, nicht besonders gut zum Lackieren, aber in der Wohnung lackieren ist noch schlechter. Ja, links ist zwar noch offen, aber der meiste Zug, der kommt von dem großen Tor, also von der großen Einfahrt. Und daher habe ich die mit einer Plane abgedeckt. Das funktioniert wunderbar. Da habe ich schon andere Sachen lackiert. Jetzt muss der große Topf geöffnet werden. Da sind 10 Liter mattschwarz drin von einer Hamburger Firma. Ja, dieser Lack soll sehr, sehr gut sein. Ich bin gespannt. Ich werde erst anfangen, die Kanten und die Lüftungsschlitze sowie die Löcher vorne mit einem Pinsel einzustreichen. Da kriegt man doch ein bisschen besseren Farbauftrag und nachher wird das dann mit einer Sprühpistole lackiert.
So, die erste Schicht hätte ich dann schon mal lackiert. Man kann dann auch sehen, wo die Schrauben sitzen, weil es da natürlich nicht so schnell trocknet wie auf Holz direkt. Holz saugt ja mal erstmal richtig die Farbe auf. Ja, und das sieht soweit schon ganz gut aus. Wenn das nachher durchgetrocknet ist, ist es richtig schön matt, so wie ich es haben möchte. Hat es euch bis hierhin gefallen? Ja, dann verpasst auf jeden Fall nicht den dritten Teil, denn da fangen wir an, die Schutzkanten anzubringen, die Aufkleber aufzukleben und vielleicht auch schon die ersten Bauteile einzubauen. Und nicht vergessen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr den dritten Teil nicht verpasst und auch viele meiner weiteren Videos. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal, euer Andy.